Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist der dritte und letzte Tag hier auf Ibiza. Und wir sind unseren Tag gestartet, haben gefrühstückt und sind jetzt hier an Cala Salada. Wir wollten gestern schon hierher kommen, allerdings war es schon brechend voll und der Parkplatz wurde geschlossen. Dementsprechend haben wir es heute erneut probiert. Uns haben die im Hotel auch empfohlen, man muss hier vor 10 Uhr sein, wie wir schon auf Menorca gesehen haben, dass manche kleine Buchten sich sehr schnell füllen und wenn der Parkplatz voll ist, machen die zu. Dementsprechend haben wir gesagt, wir fahren hier heute früh genug hin, wie sie es uns auch empfohlen haben. Und wir haben es geschafft, wir sind da und wir gehen jetzt runter. Ein kleiner Tipp noch, es befindet sich hier ein Parkplatz. Hier müsst ihr parken. Wir haben versucht, bis nach unten zu fahren. Auf gar keinen Fall machen. Hier oben parken und dann zu Fuß runtergehen. Und es ist auch jemand runtergefahren, man kommt mit dem Auto dann nicht mehr so einfach hoch. Also parkt hier oben und geht dann rechts zu Fuß hoch. So, wir sind jetzt angekommen an der Cala Salada und man kann sich hier auch liegen mieten, wie ihr im Hintergrund sehen könnt. Uns wird jetzt gerade alles aufgebaut, aber wir gehen jetzt rüber zur Cala Salada. Ich würde sagen, auf geht's! Also man muss hier einfach über die Klippen rüber gehen und schon ist man an der nächsten Bucht, Cala Salada. Und es wird auch super ausgezeichnet. Man muss halt einfach dem Weg folgen und dann kommt man drüben an. So, wir sind angekommen direkt hier am Strand und es ist heute ein bisschen bewölkt, aber es ist richtig schön hier. Die Sonne kommt jetzt gerade weiter raus und man hat hier im Hintergrund diese schönen kleinen Häuschen und das ist quasi wie die Leute hier für die Boote reingestellt haben und das zeigen wir euch jetzt mal. Genau, wie ihr hier im Hintergrund seht, kann man hier die Boote reinziehen. Das heißt, die Leute, wenn sie ein Boot haben, können es einfach hier reinziehen, einen Schuppen tun und dann sind sie das ganze Jahr über dort verstaut und sind das ganze Jahr im Wasser. Wake me up.
Wir sind weitergefahren zur nächsten Bucht und zwar sind wir jetzt im Südwesten von Ibiza. Und hier sind wir jetzt an Calador. Das ist eine richtig schöne kleine Bucht. Wir haben ein kleines Strandcafé, ein Restaurant, man kann sich hier liegen mieten. Und hier gibt es einen ganz schönen Fotospot und den wollen wir euch jetzt mal zeigen. Direkt hier hinter mir seht ihr den Fotospot und ihr seht auch schon, da Leute sind gerade Leute und machen Bilder. Und da gehen wir jetzt auch und machen ein wunderschönes Bild. Also jetzt so persönlich finden wir, dass das jetzt nicht der allerschönste Strand zum Schwimmen ist. Es ist wirklich schön, wenn man einmal dieses Foto da macht, einmal von links nach rechts läuft, aber so zum Schwimmen ist es jetzt nicht der allerschönste Strand. Wir haben jetzt im Hotel ausgecheckt und unser Flug geht erst heute Abend zurück. Und da wir jetzt den Nachmittag noch ausnutzen wollen, uns unbedingt noch Ibiza Stadt angucken wollen, haben wir jetzt hier direkt am Hafen geparkt. Hier gegenüber fahren auch die Ferries ab. Da haben wir uns nämlich die Fähre genommen nach Formentera. Haben jetzt das Auto, den Leihwagen geparkt. Und das Gute ist, man kann hier den Koffer abgeben für verschiedene Preise, je nachdem wie groß halt der Koffer ist. Haben den Koffer in den Rucksack da gelassen und wir werden jetzt mal Ibiza Stadt angucken. Genau, und der Grund, warum wir das machen, ist, weil uns wurde ja schon mehrfach hier gesagt, dass hier auf Ibiza viel geklaut wird, auch das Auto aufgemacht wird mit so Stangen und viel eingebrochen wird. Auch unter den Sitzen, im Kofferraum, überall. Also wirklich, lasst nichts im Auto, gerade in der Hochsaison, auch sonst überall. Immer, deswegen haben wir gesagt, wir werden auf jeden Fall alles hier lassen in so einem Locker. Locker ist Ibiza, Ibiza irgendwie so ein Locker. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt auf die Stadt, kunden das Ganze, wir zeigen euch das und nehmen euch mit. Unser erster Stopp ist auf jeden Fall, wir wollen da oben hoch auf die Burg. Und uns wurde gesagt, dass es ungefähr eine Stunde Weg ist. Und wir sollen auf jeden Fall Wasser mitnehmen, denn da oben kann man nichts mehr kaufen. Ich würde sagen, Wasser kaufen und auf geht's, ab nach oben. Eine richtig schöne Straße, richtig schöner Platz, richtig toll. Und zu den Seiten sieht man auch überall diese Bars und die kleinen Läden und ja, halt die Shoppingstraße so ein bisschen ganz drumherum. Sehr gechillt. Auf jeden Fall ist das Wetter super toll. Es sind vielleicht so knapp 30 Grad oder 28 Grad oder so. Also es ist nicht zu warm. Perfektes Wetter, um hier einmal durch die Straßen zu bummeln. Und das ist einfach toll.
Also wir sind jetzt nicht wirklich die Partyhelden und gehen gerne durch Gassen, wo sehr viel Musik ist und wo es laut ist. Deswegen tut es richtig gut, wenn man hier tagsüber mal durch diese ganz schöne Stadt Ibiza oder Ibiza geht, in diesen Gassen. Und ja, es ist tagsüber halt sehr gechillt, sehr ruhig. Und auch und mit den vielen Palmen, es ist so ein schönes Ambiente. Hier sind nicht nur palmig, also gibt es richtig diese spanischen Pinienbäume und viele andere Bäume, die habe ich bei uns in der Gegend noch nie gesehen. Die sind sehr schön. Und da kann man auch sehr schöne Fotos schießen und einfach mal was anderes sehen. Ja, und da ist auch dieses Feeling, dass man in einer großen Stadt ist. Es ist einfach, hier gibt es sehr viel Raum, sehr viel Platz zum Gehen. Und jetzt gerade auch ist die Saison fast vorbei. Es ist nicht so überfüllt, das Wetter spielt mit. Dann macht das Ganze natürlich auch viel mehr Spaß. So, wir sind jetzt mitten in der Altstadt von Ibiza und wir gehen jetzt immer weiter hoch bis nach ganz oben und wollen die Sicht ausnutzen und uns die ganze Stadt angucken. Wir gehen jetzt erstmal hoch auf den ersten Aussichtspunkt und mal gucken, wie von da die Sicht ist auf die Stadt Ibiza oder Ibiza, wie es hier genannt wird. Es ist wirklich so schön hier. Man kann ja wirklich unendlich aufnehmen. Jede Ecke ist schön. Man hat überall eine Aussicht auf das Meer von jeder Ecke. Man sieht den Hafen, man sieht die Stadt und man sieht auch von einer Ecke so diese hohe die Kirche da oben. Also es ist unendlich schön. Wir werden natürlich nur ein bisschen für euch aufnehmen, damit ihr eine kleine Idee habt, wie schön das Ganze hier überhaupt ist. Und noch ein kleiner Tipp von Anka. Nehmt euch auf jeden Fall Wasser mit und ich würde euch raten, entweder ganz früh morgens zu kommen oder nachmittags, so wenn die Sonne untergeht oder so frühestens ab 4, denn es ist wirklich mega heiß hier. Und kommt auf, also wir empfehlen euch Sportschuhe anzuziehen, weil hier mega viele Treppen sind. Und wir blenden euch auch nur ein paar Dinge ein, denn wir wollen ja auch, dass ihr das Ganze live seht, auch mal selber herkommt, weil hier sind so schöne Ecken. Auf Spanisch sagen wir Los Rincones, also diese wunderschönen Ecken, diese Spots sind richtig schön und die müsst ihr auf jeden Fall live erleben. Also nochmal zwei schnelle Tipps: was zu trinken dabei und gemütliche Schuhe. Das ist nichts für Schlappen. So, hier oben geht's zur Plaza España. Ich schiebe, schiebe, schieben, schieben. Das ist ganz schön steil, meine Güte. Da sieht man vielleicht gar nicht hier mit der Kamera, aber so hoch. Boah. Es ist ja wie im Mittelalter hier, sehr schön. Wow. So, wir sind ganz oben angekommen. Direkt hier hinter mir seht ihr die Kathedrale. Die ist leider heute geschlossen, aber ich würde euch empfehlen, wenn ihr hier seid, kommt auf jeden Fall mal hier hoch. Und die ganze Farbe von der Burg und alles, das erinnert mich total an Alicante, denn wir haben dort das Castillo de Santa Bárbara. Wenn wir zurück sind auf dem Festland, zeigen wir euch auf jeden Fall mal Alicante Stadt, denn ich habe dort die ersten Jahre, als ich ausgewandert bin, in Alicante gelebt, als ich auch studiert habe. Und Alicante Stadt, jetzt zeigen wir euch alles mal, El Castillo, die Explanada und alles. Und dann nehmen wir euch auf jeden Fall in einem der nächsten Videos mit. Let me escape from my
Wir sind jetzt wieder unten und genießen jetzt ein bisschen die Altstadt, gehen ein bisschen spazieren, wollen noch ein leckeres Eis essen. An was erinnert dich das hier ein bisschen, mein Schatz? Ich würde sagen Griechenland, Mykonos Town. Ja, weil da sind auch ganz viele schöne weiße Gassen. Da war es ein bisschen voller. Ja, in der Tat. Aber naja, hier ist auch gerade nicht Hochsaison, also kann man nicht vergleichen. Es ist sehr schön hier. Es ist wirklich ein bisschen wie auf Mykonos, weil da hat man auch Mykonos Town. Das ist so das, die Hauptstadt oder Hauptdorf von der Insel. Und da hat man auch ganz viele, so ganz dünne, schmale Gassen mit ganz vielen schönen Shops und Restaurants und sogar Diskotheken. Stimmt. Und es ist ein bisschen vergleichbar. Viele von euch haben uns angeschrieben, wo wir auf Ibiza übernachtet haben. Wir haben uns für San Antonio entschieden, das ist auf der linken Seite der Insel und es ist auch einfach etwas ruhigerer, ein etwas ruhigerer Ort und die ganzen Buchten sind auch an dieser Seite der Küste und man kann auch trotzdem noch easy mal eben mit dem Leihwagen rüberfahren nach Ibiza Stadt und generell die Insel erkunden. Und wenn ihr auch ein gutes Hotel sucht, könnt ihr uns auf jeden Fall anschreiben. Wir geben euch den Kontakt gerne weiter. Und wir können euch dieses Hotel wirklich nur weiterempfehlen, denn wir haben Frühstück mit drin gehabt, einen privaten Parkplatz, der auch wirklich abgesperrt war, wo wir das Auto dann parken konnten. Und was wir ganz besonders toll fanden an dem Hotel, war einfach der spektakulär gute Service. Wir hatten schon lange nicht mehr ein so tolles Hotel mit einem guten Service für ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Und wenn man in den Pool wollte, konnte man in das Nachbarhotel gehen und dann auch den Pool umsonst benutzen. So, wir haben jetzt erstmal genug von der Stadt Ibiza gesehen. Jetzt geht's weiter zum Bissau Beach. Den zeigen wir euch gleich. Es ist auch ein schöner Ort, wo man ganz tolle Fotos schießen kann. Wir sind jetzt noch einmal runtergefahren in den Süden von Ibiza und zwar befinden wir uns hier am Bissau Beach, also Kussstrand quasi übersetzt. Und wir wollen hier noch einen ganz besonderen Spot finden, denn hier gibt es genauso wie auf Formentera eine Bank und zwar heißt das Nueve Verano sin Beso. Es gibt keinen Sommer ohne Kuss. Und da wollen wir jetzt noch ein schönes Foto machen, so abschließend zum Urlaub, denn es war ja auch ein Verlobungskurztrip und wir dachten, es wäre so ein perfektes Ende für diesen schönen Urlaub. Nueve Verano sin Beso. Hier direkt am Bissau Beach, am Bissau Strand, ist hier eine große Strandbar, ein großer Club. Und wenn ihr Glück habt und keiner da ist, habt ihr auch einen super Spot, um hier ein tolles Foto zu schießen. So, wir verabschieden uns jetzt erstmal hier von Ibiza und fliegen zurück aufs Festland nach Alicante, Murcia. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch hier gefallen von Formentera und Ibiza. Und ja, wir sind ja mitten in der Hochzeitsplanung. Es geht gerade los. Wenn euch also interessiert, wie eine Hochzeit in Spanien aussieht, wie so eine Planung von einer Hochzeit mit deutschen und spanischen Traditionen aussieht, bleibt auf jeden Fall dran. Es kommen dazu demnächst ganz, ganz viele Videos. Also abonnieren nicht vergessen, liken und kommentieren. Wenn ihr wissen wollt, wie das alles abläuft. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ganz, ganz liebe Grüße aus Spanien. Hasta luego. Hasta pronto.